Bauchige Bau Bau, das sagst du nur zu mir. Bau Bau Bau, mein Herz schlägt schneller. Herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode, Digga. Heute das Video von Alpha Kevin, 24 Tim ohne Talent zur Nummer 1 in den Charts. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage in meinen Videos. Alpha Kevin hat 24 Tim auseinandergenommen. Keine Ahnung, er hat halt einfach ein Video darüber gedreht und die Thematik auseinandergenommen. Wir sind gespannt. Heute, mein sehr verehrtes Publikum, geht es um 24 Tim. Tatsächlich schon Tim. Ziemlich lange nichts mehr auf diesem Kanal von Tim gehört. Doch jetzt, wo bekannt wurde, dass er ein Nummer 1 Album rausgebracht hat, habe ich mir die Frage gestellt, hat sich 24 Tim als Musiker das so wirklich verdient? Und die Antwort ist natürlich ja, denn diese Banger haben mich wirklich abgeholt. Ja, heftig, Digga. Also ich fand Bling Bling auch persönlich richtig stark. Ich höre das immer im Auto, Digga. Weißt du, ich fahre so durch die Straße und ihr denkt sich so, Alter, geil, Junge, was für ein geiles Auto, was für ein geiler Opel Corsa. Und dann auf einmal kommt dann halt dieses Lied aus dem Auto. Ist so viel, was ich an dir mag. Ja, und dann wundere ich mich, warum meine Reifen aufgestochen wurden. Deine Kurven weichen, deine Blicke scharf. Dressed up, fresh cut, egal welcher Anlass, kommen die Location, so wie Pink Panther. Ich gebe einen Fick. Spiel mit deinem Dick. Wow, das geht zu weit. Aber man merkt, der Typ haut wirklich wahre Banger raus. Und die Bewertungen sind dementsprechend auch wirklich unglaublich positiv gewesen. Doch nun die Frage, ist der Erfolg für diese Musik eigentlich verdient? Oder hat er nur diesen Erfolg, weil er auf Instagram und TikTok über eine riesige Reichweite verfügt? Diese Frage... Ja, und weil er triggert, Digga. Weil er triggert, weil er seine Videos bewusst so gestaltet, Digga, um Menschen zu triggern und um Aufrufe zu generieren. Ja, klar, er hat natürlich Fans. Er hat Safe-Fans. Diese Konzerte, Bruder, die waren ja voll. Heute in diesem Video beantworten und auf wirklich viele Dinge eingehen, deshalb seid definitiv gespannt. Beginnen wir erst einmal mit seinen Liedern. Wie sind denn überhaupt die Lyrics und sind die Lieder wirklich gut produziert? Und da er ja noch nicht ganz so viele Songs veröffentlicht hat, können wir uns ja mal den ein oder anderen sehr erfolgreichen Banger anschauen. Starten wir rein mit diesem Lied. Ich glaube, das war sein erstes Lied, ne? Oder? Ich glaube, ja. Bling, 18 Millionen Aufrufe, 2,3 Millionen Dislikes. Das Musikvideo hat wirklich unglaublich krass polarisiert. Doch ist überhaupt dieser Klickerfolg verdient? Schauen wir uns einfach mal ganz kurz den Text an. Komm aus dem Nichts, Katja auf mich. Nenn mich, wie du willst, doch ich bin ne Bad. Man muss ja schon sagen, Digga, das Musikvideo ist krass gemacht. Jedes Musikvideo von dem ist krass gemacht. Krasse Kulisse, krasse Licht. Also da muss man gar nicht darüber reden. Es ist richtig professionell und richtig gut gemacht. Aber... der Song, es ist halt einfach, also ich find's traurig, Digga, ich find's wirklich traurig. Spiel mit deinem Dick, Community strong, Leute lieben meinen Shit. Schau, Digga, mein Outfit Champions League, auch wenn ich nur zu Hause mit Bällen spiel. Drop meinen ersten Track auf den krassen Beat, sag, dass du ihn hast oder dass du es liebst. Absolut belangloser und nichtsaussagender Text. Tatsächlich kann man sich diesen Track auch unironisch nirgendwo geben, weil einem dann einfach alles um die Ohren fliegt und es einem auch irgendwo peinlich ist. Deshalb, rein musikalisch und lyrisch, war dieser Track ein kompletter Reinfall in meinen Augen. Gehen wir nun über zum nächsten Lied, Ice Cream. 2,6 Millionen Aufrufe, 331.000 Dislikes. Bullshit, den einzigen Song, den ich von ihm richtig gut fand, also was heißt richtig gut, Digga, ich finde keine Songs von ihm richtig gut, sondern okay, war dieses, wo er so, ja, ich glaube, das kommt, bleib wie du bist oder irgendwie sowas. Und dennoch ein Nummer 1 Hit in den Charts, noch vor Udo Lindenberg und Apache mit dem Song Komet. Und hier stellt sich halt auch wieder die Frage, ist das überhaupt gerechtfertigt? Naja, schauen wir jetzt einfach mal in den Text. Ich will da jetzt nicht mal irgendwas vorlesen, weil das einfach nur unlustig ist. Es geht in seinen paar Zeilen, die er überhaupt gesungen hat, darum, dass er irgendjemand scharf findet und dann schwitzt und so weiter und so fort. Und die Refrains, die sehen halt so hier aus. Also inhaltlich wirklich wieder eine absolute Katastrophe. Songmäßig wurde der immens schlechte Text immerhin noch halbwegs vom Musikstil gerettet. Gib mir ein A, gib mir ein Das Gute ist halt, dass hierbei nicht ganz so viel gesungen wurde. Mein Geschmack... Oh, weil er den Beat halt nicht selber gemacht hat, Digga. Ey, das war ein Alpha Kevin, das war gut. Das persönlich war gut. Dennoch das nicht, weil ich finde die Stimme von 24 Tim jetzt irgendwie nicht so geil. Ich auch nicht, ich finde das gar nicht geil. Ich finde das wirklich gar nicht geil.
Denn bei Tim fehlt irgendwie auch noch so die musikalische Überzeugung, die man bei anderen Musikern halt hat. Ich meine, die Videos, die sind ja qualitativ wirklich super stark. Dennoch kacken die Texte oftmals rein und auch gesanglich merkt man, er ist halt kein professioneller Sänger. Was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass er keine Lieder produzieren darf. Nur eine Sache stößt halt immer wieder auf. Er will mit seinen Songs, trotz dass sie halt so klingen, direkt auf Platz 1 in den Charts landen. Also da geht es halt nicht primär um Spaß oder um die Message, um ein Statement zu setzen, sondern es geht um Erfolg und Profit. Nur dass er das den Zuschauern nicht zeigen möchte. Und das stößt vor allem vielen Kritikern auf. Zu diesem Thema werden wir aber gleich noch kommen, das wird definitiv noch ziemlich spannend. Denn wir geben uns jetzt noch das Lied Gönn dir. 6,8 Millionen Aufrufe, 858.000 Dislikes. Und so klang das Lied. Drauf, ja, ich übertreib auf Instagram, hab ich schon 2 Millionen geknackt, bald sind es 3. Soll ich ehrlich sein, ich finde das Lied wirklich nicht gut. Also kein Hate. Ich find's Crap, Bruder. Ich find's kompletten Müll. Aber das ist für mich persönlich rein musikalisch schon ziemlich schlecht gewesen. Aber geben wir uns jetzt einfach mal seinen Text. Ist nicht dein Business, Wenn ich will, klaue ich dir trotzdem deine Bitches. Yummy. Wigs und Make-up, high heel. Ich frage mich wirklich, wer diesen Text geschrieben hat. Ich glaube nie im Leben, dass er den Text selber geschrieben hat, dass er einen Ghostwriter hat. Aber dieser Ghostwriter, wie alt ist der? 12? Der Bruder, das ist bodenlos. Das ist wirklich, das ist bodenlos. Ich finde es so schrecklich. Voll mit Glitzer. Sorry, wenn dich das gerade triggert. Baby, hasta la vista, bin ich sicher. Wenn ich aus dem Haus gehe, nicht allein. Hab jetzt Securities dabei. Was mir hier in diesen Liedern auffällt, ist wirklich diese komplette Oberflächlichkeit. Es fühlt sich an, als hätte er die Lieder nur geschrieben, um zu provozieren und um irgendwie aufzufallen. Ich meine, es war klar, dass er dafür gehatet wird, weil das klingt nicht gut, die Texte sind einfach absoluter Schrott und er bewirbt das ständig, als wären das überkrasse Hits, die er da produziert. Hauptsache, der Refrain muss im Ohr bleiben, um was anderes geht's irgendwie gefühlt gar nicht. Und für fast alle Lieder wurde dann noch eine Sache komplett klar. Die Lieder landeten meistens wirklich auf Platz 1 in den Charts. Nur, wie kam es eigentlich dazu, dass vor allem auch schlecht bewertete Videos, wie das bei ihm ja der Fall ist, in den Charts auf Platz 1 landen. Naja, das ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Das Ganze nennt sich Marketing und Werbung um jeden Preis. In den Charts geht es nämlich nicht primär um die Klickzahlen, denn dann wäre 24Tim schon längst abgesägt worden. Die Chartsseite schreibt nämlich selber Folgendes, was in die Chartplatzierung mit einzählt. Sämtliche Verkäufe, die in einer Woche, Freitag bis Donnerstag, getätigt wurden, zählen für die Charts. Berücksichtigt wird der stationäre Handel, Online-Shops, Download-Portale und Streaming-Anbieter. Es geht also primär darum, wie viel Umsatz überhaupt mit der Musik erzielt wurde. Und ratet jetzt mal... Und klar, weißt du, natürlich macht das Sinn. Apache, der haut dann halt einfach einen Song raus. So, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Der haut einfach einen Song raus und juckt nicht, aber... Oder Chiago oder so jemand und der haut dann so jede Woche ein Bundle raus. Ihr könnt den Song kaufen, ihr könnt da noch ein T-Shirt kaufen und das kaufen und jenes kaufen und hier kaufen. Oder natürlich, natürlich... ganz schnell begriffen hat und direkt Bundles für einzelne Lieder rausbrachte. Richtig, unser 20. Es ist zum Beispiel, weißt du, genau, sag ich ja, Bundles. Es ist ja zum Beispiel auch tatsächlich so, weißt du, hat nichts damit zu tun, angeblich, ich bringe jetzt einen Song raus und die CD und ich verkaufe eine CD und mit dem T-Shirt. Und ich verkaufe, sage ich jetzt mal, die CD mit dem T-Shirt für 10.000 Euro. So, und 10.000 Leute kaufen das und ich habe einen Umsatz von was weiß ich was, aber der Song wurde, keine Ahnung, vielleicht 10.000 Mal gehört. Ich bin Platz 1 in den Charts. Mit so einem Scheiß, also, wisst ihr, wie ich meine? Vor Tim. So ist er sogar mit dem Song Hot or Not vor Chiaco und Otto Walkes mit Friesenjungen gechartet. Das und auch Udo Lindenberg und Apache mit dem Lied Komet hat er einfach verdrängt. Und das, obwohl Friesenjungen binnen kürzester Zeit über 70 Millionen Aufrufe machten und Komet über 156 Millionen Klicks machten. Gut, man muss auch an der Stelle sagen, Komet ist schon seit Ewigkeiten in den Charts, die kann man dann auch irgendwann mal verdrängen. Doch warum haben sich eigentlich so viele genau sein Bundle geholt? Naja, Tim weiß halt, wie er seine Community dazu anregt, möglichst viel zu kaufen. So bewarb er in seinen Stories immer wieder die Bundles und setzte die Zuschauer unter Druck. So waren dann nämlich plötzlich nur noch 230 Bundles verfügbar, was man halt auch einfach so schreiben kann, um nie den im Leben, Digga, 400 Bundles, als ob das Effekt zu fördern. Also FOMO bedeutet ja Fear of Missing Out, die Angst, nichts zu verpassen. Deshalb sollte man schnell zuschlagen. Und deshalb kauften sich dann die Zuschauer noch ganz, ganz schnell die letzten paar Bundles, die es ja noch gab, laut 24Tim, obwohl die Story ja offensichtlich für Werbezwecke geeignet war. Damit erreichte Tim schon im Vorfeld jede Menge Verkäufe, die halt mit in die Chartsplatzierung. Der hat halt auch nie im Leben nur 400 Bundles verkauft. Also das könnt ihr mir nicht sagen, Bruder.
400 Bundles. Nie im Leben nur 400 Bundles. Doch, glaub mir, das war noch seine harmloseste Strategie, um Erfolg in den Charts zu haben und seine Lieder hoch zu pushen, um fett Geld abzusahnen. Denn wenn es bei Tim jetzt auch nicht so zu 100% bei dem ersten Lied perfekt läuft, kann man sich halt auch künstlich den Erfolg schaffen. Und jetzt wird's wild. Bei dem Lied Bling Bling wollt ihr unbedingt in den Charts ganz weit oben landen. Und das für jeden Preis. Und wie er das gemacht hat, ist ernsthaft gestört in meiner Wahrnehmung. Passt auf, diese Storys nahm er auf, als Bling Bling gerade veröffentlicht wurde. Wir haben einfach die Version ohne Autotune. Ja. Genau, nicht mal Stories, das war nämlich auf TikTok, der hat diese Videos hochgeladen, wo er halt wirklich so getan hat. Das hat aber diese I am Zuckerpuppe auch gemacht, Digga. Es ist so die ganze Zeit irgendeine Scheiße vorgaukeln, dass man eben auf Spotify geht und sich den Kack anhört. Und der hat sogar mich damit gecatcht. Ich bin auch auf Spotify gegangen und hab diesen Scheiß angehört. Geladen, fuck. Sagt mir bitte, dass es bei euch nicht so ist. Das hier ist übrigens fake. Offen und ehrlich hat er dazu ein Video gemacht und gezeigt, dass Spotify sowas gar nicht zulassen würde, dass man im Nachhinein noch diese Lieder aktualisieren könnte. Sie schieben nämlich dazu, Spotify akzeptiert keine unfertigen Versionen von Dateien. Also du kannst die Lieder auf jeden Fall im Nachhinein ändern. Das geht auf jeden Fall. Das ist, wenn du dann zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Song mit jemandem aufgenommen. Und der sagt dann so, hey, ich habe keinen Bock auf deinen Song zu sein, bla bla bla, du musst es rausnehmen. Dann kannst du, es geht, also du kannst es ersetzen, aber du kannst keine unfertigen Songs hochladen. Das geht nicht, weil die Vertriebspartner, die akzeptieren sowas nicht. Die werden dann sagen, ja, Arsch, da hat jemand mit Final Cut geschnitten. Guck dir das mal an. Das ist so safe Final Cut, ich kenne das. Wenn die Absicht besteht, den Ton oder das Coverdesign vor oder nach dem Veröffentlichungsdatum zu aktualisieren. Also er hätte die Version nicht mal aktualisieren können. Als die Zuschauer dann wissen wollten, wie komisch er dort klingt, sind sie aber plötzlich nur auf die volle Version gestoßen und haben dann gemeint, ey, das Lied ist doch super und ich meine, da gab es doch qualitativ gar keine Probleme. Also Tims Strategie war direkt, die Zuschauer dazu zu animieren, auf den Link zu klicken zu seinem Lied, damit er mehr Erfolg hat. Deshalb haben die Zuschauer ja dann auch geschrieben, ey, bei mir hat alles funktioniert. Okay, aber wie ging es denn eigentlich bei Bling Bling weiter? Naja, Tim war dennoch nicht ganz so erfreut, dass das Lied nicht in den Top 10 Charts landete. Deshalb macht er unzählige Storys darüber, dass man den Song doch bitte pushen soll, denn es geht ihm ja im Prinzip um die Message und um ein Statement zu setzen. Nach dem ereignisreichen Tag bin ich jetzt finally bei meinen Eltern oben in der Wohnung und ich wollte jetzt eine Sache sagen. Wir haben es bei Spotify auf Platz 14 geschafft. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder Platz 30 und das alles nur durch Streams. Also falls ihr Apple Music habt, falls ihr dieser... falls ihr Amazon Music habt oder falls ihr Spotify habt. Ganz kurz. Wenn man auf dieser die Songs streamt, sind die dann auch bei Spotify in den Charts? Ja, doch, macht ja Sinn, oder? Es geht ja um die gesamte... Streamt den Song. Ihr wisst, wie viel mir das bedeutet. Ihr wisst, wie viele Leute gegen das sind, was ich verkörpere, welche Message ich habe. Oder auch die Leute, die meinen, sie kennen mich und haben mal irgendwas irgendwo aufgeschnappt und meinen jetzt, keine Ahnung, einfach Müll zu labern. Ich wäre euch super, super dankbar. Ihr wisst gar nicht, wie viel wir schaffen können. Ah, perfekt. Emotionalen Druck aufbauen, weil die ganzen Leute ja gegen einen sind. Liegt es beim Gegenwind nicht vielleicht auch um die Methoden, wie krampfhaft du deine Songs bewirbst und das nur um auf Platz 1 oder so zu kommen, um zu zeigen, wie krass man doch ist? Naja, schauen wir einfach mal an, was er noch so sagt. Wir schreiben so viele von euch, dass sie das auf Spotify über Nacht hören, dass sie es auf Dauerschleife hören, wenn sie duschen gehen. Digga, imagine, ich höre das, wenn ich duschen gehe auf Dauerschleife. Ich würde mich in meiner eigenen Dusche ertränken, Digga. Es würde mir so viel bedeuten, wenn wir da ein Statement setzen können. Ich würde so Wasser nehmen in meine Hand und dann... Geht nicht, Bruder. Nein. Den Link nochmal in die nächste Story. Da kommt ihr zu allem. Da kommt ihr zu Apple Music, zu Spotify. Und wie gesagt, wenn ihr da Gas gebt... Guck mal, wie viele Storys er da drin hat. Oh Gott. Ey, vorbei. Krank viel vorbei. Uns fehlt jetzt der eine Tag. Aber das ist leider so. Seid mal ehrlich, was will denn Tim mit seinem Song eigentlich erreichen oder bewirken? Ja, er steht für Diversität, kann man in einem Musikvideo auch ansprechen, ist gar keine Frage. Mir stößt es allerdings hier etwas auf, weil ich das Gefühl bekomme, dass diese Message oder das Statement nur ein Vorwand dafür ist, um auf Platz 1 in den Charts zu gelangen. Denn es geht eben doch hierbei mit Sicherheit nicht nur darum, um ein Statement zu setzen. Das macht er gefühlt in jedem Lied und sagt dann, oh, das war ein Statement. Sondern es geht natürlich hierbei darum, Erfolg mit seiner Musik zu erzielen. Aber damit nicht genug. Und ich muss das noch einmal
einmal betonen, ihr wisst nicht, wie viel wir als Community schaffen können. Ihr wisst es nicht. Oder er labert schon seit 2 Minuten, Digga. Und jedes Mal, ihr wisst nicht, Natürlich gibt es so viele Leute draußen, die irgendwas Böses sagen oder mich fertig machen oder sonst was. Aber wenn nur ein Drittel der Leute, die meine Story schauen, wenn die den Song streamen... Was ist eigentlich auch mit diesen Fingernägeln? Du kannst doch gar nichts machen mit denen, Digga. Auf Spotify wisst ihr eigentlich, wie krank das wäre. Deswegen lasst uns zusammen das als Community machen. Lasst es uns den Leuten zeigen und einfach mal zeigen, wie krass wir sind. Weil ich glaube, manchmal ist uns das, also sowohl euch als auch mir, nicht bewusst, was wir eigentlich für eine kranke Community sind. Die Leute haben doch nur Angst vor uns. So, ja, wisst ihr, was ich meine? Ha, jetzt soll man also streamen, um zu zeigen, wie stark die Community doch zusammenhält. Also, er nutzt hierbei die Emotionen seiner Zuschauer aus, um sich selbst wirklich krass zu bereichern. Aber schauen wir doch einfach mal, ob das Ganze geklappt hat. Und ich meine, ihr seht ja, dass es möglich ist. So, wir waren Platz 38 und dann habe ich gesagt, Leute, stream, stream, streamt. Und wir waren Platz 14, also... Der hatte nicht schon gesagt, er war Platz 14, dann war er erst Platz 30? Hä? Krass. Wir können das schaffen. Nur halt als Community. Ja. Schön nochmal Mutti einbauen, dass die Leute gerade nochmal auf den Song klicken. Er ist damit übrigens glücklicherweise mal nicht auf Platz 1 gelandet mit diesem Lied. Dennoch ist diese unglaublich aggressive Werbung für jeden Musiker oder Konkurrenten wirklich absoluter Müll. Denn Leute, die mit Musik... Das Video hat sich Alpha Kevin geschnitten. ...und Talent wirklich was erreichen wollen, werden von Influencern in dieser Größe... Das hat jemand anders geschnitten. ...komplett verdrängt. Hat irgendjemand geschnitten, der Final Cut Pro hat... Und das nur, weil sie den schnellen Erfolg und das Geld riechen mit permanenten Provokationen. Denn, wie wir hier gesehen haben, ist das Musikalische bei Tim jetzt nicht unbedingt die Meisterleistung. Jetzt hat 24Tim übrigens ein Album namens Felix veröffentlicht und es ist, wie der Zufall so will, auf Platz 1 in den Albumcharts gelandet. Und wieso? Phoenix, Bruder, nicht Felix. Ich hab Felix verstanden. Natürlich aufgrund seiner Albumboxen, die er verkauft hat und seiner aggressiven Werbung. Es geht halt hierbei nicht darum, wie toll doch die Musik klingt und es deshalb extrem Erfolg hat, denn die Lieder klangen zusammengereiht in etwa so hier. Draußen läuft eine Szene, denn er lässt keinen mehr rein. Ja, der hat auch einfach diese... Achso, ja. Ja, der hat ein Album rausgebracht mit No Joke mehr als die Hälfte von den Liedern, die er schon veröffentlicht hat. Ja, du bist ein Junge auch. Trau mich nicht zu sagen, dass ich manchmal Angst hab. Schieße mich ins All. Das hat er schon alles hochgeladen. Mama, Hot or Not. Nice, wie du bist. Galaxy. Juckt nicht, Boys and Toys, das hat er alles schon hochgeladen. Ja, und Bling Bling war ja klar. Also mit Sicherheit finden auch einige das gesanglich schön und gut. Ja, ich vor allem find's auch richtig die jüngeren cool. Zuschauer feiern das stark. Ja ziemlich. Aber sind wir doch mal ehrlich, es ist doch kein Nummer 1 Album in den Charts. Man merkt doch direkt, dass Tim noch nicht so lange im Musikgeschäft ist. Und dennoch futtert er auch immer wieder die Bestplatzierung. Und das ist eben das, was die Leute am meisten nervt. Denn hier geht es nicht darum, Musik rauszubringen, um der Community etwas Gutes zu tun. Nein, er will halt auf Anhieb extrem erfolgreich sein, bewirbt das um jeden Preis, damit er wirklich hoch gepusht wird. Deshalb bewarb er übrigens auch seine Albumboxen sehr stark, um damit viel Umsatz zu erzielen, um dann in den Charts ziemlich hoch gerankt zu werden. Und das. Ja gut, ich will auch gar nicht wissen, wie viel Geld er eigentlich für diese Musikvideos ausgegeben hat. Er hat doch mal gesagt, er hat für ein Musikvideo 100.000-200.000 Euro ausgegeben. Bro, kein Baller, Digga, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber mit Bundles und sowas holt er das safe wieder rein. Ebenfalls gut geklappt, denn seine Methode war zu sagen, dass in seiner Box etwas ist, was es noch nie zuvor gab. Was war's? Absolutes Was war's, wollte ich mir sehen müssen. Und wenn etwas ein absolutes Unikat ist, dann ist es auch sehr wertvoll für die Fans. Als ich mir dann allerdings das Opening angeschaut habe, sah ich dann die Box hier. Hier steht's drauf, 24 Tim, vermute ich mal, ja. Hier haben wir ein bisschen Glitzer. Was glitzert mehr, meine Augen oder die Tasche? Hier haben wir noch einen kleinen Brief. Das ist quasi sein Tourposter. Es ist ein Spiegel. Hey, hier ist Tim und ich wollte dir nur sagen, bleib wie du bist, veränder dich für niemanden und ich... Was ist das? Ich kann nicht, Bruder. Bruder, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg, Bro. Guck, was ist das, Digga? Dann haben wir dieses Foto. Was ist das? Tourposter. Es ist ein... Ja, okay, Spiegel. Passt. Dann haben wir dieses... Oh, gut, chill, alle, Bro, nein. Sowas kann man nicht ernst meinen, Digga. Sowas kann man nicht ernst meinen. Mit einer Unterschrift. Imagine, Luciano macht sowas, Digga.
Bo, was geht? Ich bin Luciano. Wir gucken weiter, Digga. Wir gucken weiter. Das ist ein kleiner Taco. Okay, es kommt drauf an, wie es drauflegt. Junge, jeder kann von der Box halten, was er will. Ist im Prinzip komplett subjektiv. In den meisten Fällen ist da eh nur Schrott drin. Und natürlich ist da nur Schrott drin, Digga. Weil die verkaufen so eine Box für 50 Euro. Die können auch den, die können ja die müssen ja die Marge irgendwie hochdrücken. Auch hier gefühlt nur Schrott drin. Digga. Aber manche geben sich immerhin etwas Mühe, Qualität in die Boxen zu legen. Aber heilige Makrele. Das ist ja nur Billigzeug. Zwar immer noch besser als Shindys Rucksack, gar keine Frage. Aber sonst ist das ja wirklich gar nichts in der Box. Hauptsache, diese Box wurde ausverkauft für 50 Euro das Stück. Und die Zuschauer haben wirklich den größten Schmutz bekommen. Real Talk, als ob ich mein Handy auf irgend so ein Taco lege und dann die Musik lauter wird, aber die Qualität sauscheiße ist. By the way, ist mir gerade eben noch bei der Recherche aufgefallen, dass ein Schlüsselanhänger von seiner Phoenix-Box ganze 15,95 Euro kostet, inklusive Versand. Junge, für einen Schlüsselanhänger. Ist diese Dinger, Digga, die kannst du bei Flyer Alarm bestellen. Für ein paar Cent, Digga. 10 Euro, Digga, wow. Und dann noch 5 Euro Versand, Bruder. Das kannst du mit Warenpost versenden. Warenpost kostet 2 Euro. Das kannst du als Brief verschicken, den Scheiß. 5 Euro Versand. Als würdest du so ein Paket. Ey, Digga. Oh, Mann. Das Ding aus Gold oder wie? Oh, also da wird Profit mit sämtlichen Dingen wirklich sehr groß geschrieben. Aber ziehen wir jetzt einfach mal ein Fazit aus der ganzen Sache. Ist der Erfolg mit Nummer 1 Hits in den Charts? Nein. Wenn ihr mich fragt, nein. Zumindest musikalisch und lyrisch gesehen. Tim bewirbt seine Musik so krass und exzessiv auf seinen Kanälen, dass er vermutlich mit egal welcher Musik erfolgreich sein würde. Das darf er natürlich auch. Aber wir reden halt hierbei um Verdienst. Und da ist er eben bei weitem nicht ganz vorn. Ich meine, ich möchte jetzt auch gar nicht alles schlecht reden. Er hat auch ein, zwei Songs, die mit Sicherheit ganz gut klingen, zumindest für seine Zuschauer. Aber das Publikum für die Musik scheint noch ziemlich jung und beeinflussbar zu sein, weshalb sie ihn dann ja auch bedingungslos pushen, sei es mit Streamingzahlen oder sei es mit diesen Boxen. Würde er nicht auf Krampf immer direkt auf Platz 1 in den Charts kommen wollen und das mehr oder weniger fordern, dann wäre das alles auch gar nicht so dramatisch. So sieht das halt ein bisschen bodenlos, Digga, ich sag dir ehrlich. Aber klar, er zieht halt durch und macht sein Ding, aber... Es sieht eher danach aus, dass er schnell auf die Eins will, weil er das schnelle Geld mit der Musik kriegt. Und das hat dann halt eher weniger was mit Kunst oder mit Leidenschaft zu tun. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es dennoch verdient, dass er so erfolgreich in den Charts... Ja, auf jeden Fall, Digga. Ich find's richtig gut. Oder nicht? Lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Und like das Video hier, wenn es euch gefallen hat. Würde mich wirklich unglaublich freuen und den Algorithmus natürlich pushen. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wäre mir eine riesige Freude. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen, San, Zwänkchen, Digga. Alter Junge, dieses Video hat mich auseinandergenommen. Ich habe selten so gelacht wie hier. Wirklich, Digga.